Tschüss, meine Damen und Herren, lang ist es her, ich konnte die ganze Zeit kein Overwatch aufnehmen, weil ich keinen Rang hatte auf beiden Accounts. Jetzt ist mein Rang endlich wieder da auf meinem Main, wie auch auf dem zweiten Account und somit kann ich Overwatches gucken. Yay! Da bin ich natürlich gespannt, was es gibt. Die Umstände aktuell sind ja so, dass viele Cheater gebannt wurden. Also wir haben mal die Bann-Waves angeguckt vor 2 oder 3 Videos in einem Update-Video. Und jetzt hoffen wir mal, dass es auch viel gebracht hat. Keine Spinbotter bitte! Hast du schon mal auf einen weiblichen Freund zu Hause unvoreingenommen uriniert? Cash? Okay. Da sind ja meist nicht so extrem viele Cheater unterwegs, oder doch? Hä? Ein Bajonett? Doppler. Damit würde ich aber nicht cheaten, Monsieur, ne? Also ich wollte gerade sagen, auf Cash, mal gucken, was er noch so hat. AK Elite-Bild. Auf Cash sind ja zumindest nicht so viele Cheater angesammelt wie eben auf Das 2 und Co. Man kennt's. Mirage ist, glaube ich, auch ganz wild. Ich bin komplett raus aus dem Overwatch-Game, weil ich halt jetzt echt lange nicht mehr Overwatchen konnte. Ich glaube, es waren wirklich 3 Wochen am Stück, vielleicht sogar 4. Ich hatte auch einiges im Vorfeld aufgenommen und konnte deswegen, ich glaube, mindestens 3 Folgen, die lagen bei Sneasel, er hat die geschnitten und darum kamen auch noch so lange Overwatches. Aber ja, meine Ränge waren lange abgelaufen. Dann haben wir meinen Main-Account eingerankt. Einen Tag bevor dieses wunderbare... Was machst du da für Sachen, Alter? Eine Blue Player da noch am Start. Sonst scheint nicht so viel Dickes dabei zu sein bei ihm. Also an Skins. Also wir haben meinen Rank dann geholt. Und dann kam das Update, bei dem die Ränge wieder genullt wurden. Zum Rekalibrieren. Ihr erinnert euch, die Videos habt ihr ja gesehen. Und jetzt gucken wir uns ihn hier an. Aber irgendwie... passiert ja gar nichts Besonderes. Also, er hat noch keinen Kill gemacht bis jetzt. Er hat keine besonderen Predictions. Er hat einmal versucht, die Bombe oben auf Boost zu werfen, aber das hat keiner gesehen. Also, zwecks Grief oder sowas. Es wäre theoretisch Grief, wenn du die Bombe irgendwo hinschmeißt, wo sie halt nur schwer zu bekommen ist und so weiter und so fort. Aber es hat überhaupt niemand gesehen und sie ist auch wieder runtergefallen. Von daher würde ich es einfach nicht zählen. Das weiß nur er, was er da getrieben hat. Der Gegner leckt. Der Zebra-Boy. Mal gucken, was er jetzt... Er aimt ja komplett daneben. Der aimt ja wie ich. Das ist Wahnsinn. Leckeres Bajonett. Das sieht echt sehr, sehr schick aus. Ich würde da natürlich erwarten, dass da halt noch viel, viel mehr rumliegt, wenn jemand so ein schönes Knife hat. Aber ja, es ist sonst scheinbar nur Standardkram dabei. Also die Elite-Bild ist schon ganz cool. Und den hat er gehört. Den Scope hat er gehört. Und hat auch nicht getroffen. Die Blue Ply. Ja, naja. Kann man drüber streiten, ob die jetzt gut ist oder nicht. Ja, irgendwie ist da scheinbar doch nicht mehr bei ihm am Start. Zumindest nicht, was wir hier zu Gesicht bekommen. Was machst du jetzt hier an der Tür? Also, es sieht so normal aus, was er macht. Vielleicht fängt er gleich... Okay, gut, aber das ist vollkommen machbar. Vielleicht fängt er gleich an zu drehen, ich weiß es nicht. Aber die Shots bis jetzt, auch das Gebunny-Hoppe hier, der versucht da eben... Das ist ja alles absolut im Rahmen. Also, da ist irgendwie... gar nichts. Und auch, wie gesagt, Predictions oder sowas sind keine davon wegen, oh, er geht auf B, obwohl ein A-Stack gerade ist oder sowas. Das ist ja lächerlich. Er messert halt viel in die Luft, okay, aber... Ah, wait a minute, Monsieur. Hat dein Mate dir das angesagt, dass da oben einer steht? Also der Mate könnte ihm das angesagt haben, dass da einer steht. Er hat auch nur 10 HP, also ich gehe stark davon aus, dass er das von dem da oben hatte. Dennoch schauen wir da mal ganz genau drauf auf Aim Assist, Vision Assist meine ich. Aim Assist, würde ich sagen, also wenn, dann benutzt das so unglaublich selten. Weil die ersten 3 Begegnungen waren einfach nur lächerlich. Er hat so weit daneben geschossen, das ist unglaublich. Man hört den Gegner sehr gut laufen, man weiß genau, wo er läuft. Die Smoke liegt nicht so per... Okay. Also dafür, dass er am Anfang so bescheuert gespielt hat, war das schon ziemlich fokussiert, um es mal ganz lieb auszudrücken. Wir behalten es weiter im Auge. Das ist... gerade für High Elo überhaupt kein Problem, die 2 Kills, die er jetzt gemacht hat, also den auf A und den auf B, das zu machen. Selbst mir wäre so ein Shot gelungen, gehe ich stark davon aus. Also wenn ich halt im Fokus bin und nicht gerade mit den Augen only im Chat bin, dann hätte ich auch den Springenden da wegknödeln können oder zumindest anschießen können. Headshot vielleicht auch mit ein bisschen Luck halt dann. Wir schauen mal. Da guckt er jetzt aber ganz merkwürdig hin. Gut, das war jetzt auch wiederum hörbar, dass, wenn es wohl offen ist, aber diese, er verschmeißt die Nate, obwohl da gar keiner ist, ist sich jetzt aber doch wieder sehr sicher, dass da überhaupt keiner durch ist, aber gut, man hört halt auch die Steps, ne? Da rennt alles mögliche durch, rechts von ihm ist einer durch, den links hat man gehört, den rechts hätte er sehen können, hat er aber nicht, also bei Vision wäre ich hier nach wie vor vorsichtig, auch wenn er sehr merkwürdig auf Mitte geschaut hat, aber da eben, wenn es direkt angegangen wurde, kann das sein, dass er halt da generell hingeguckt hat, weil er mit Vens gerechnet hat. Also ich würde hier prediction-mäßig sagen, er hat zu... Pff.
60% Vision Assist und 30 oder 40% Aim, aber das, was er treibt, ist halt einfach zu lächerlich. Wenn ich bei mir in die High Games reingucke, was meine Jungs da im High Game machen, selbst was ich ab und an drücke, wenn ich halt wirklich im Fokus bin, da ist es schon lächerlich, was er hier treibt. Also, weiß ich auch nicht. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin mir bei ihm viel zu unsicher, um irgendwas zu drücken, nicht wegen dem Skin, sondern halt einfach, weil die Shots und sein Verhalten dann doch viel zu wenig Aussagekraft hatten, um da was rauszuziehen. Es waren, glaube ich, 2 oder 3 wirklich gute Shots und der Rest war so kläglich verkackt, beziehungsweise halt auch einfach gar keine Chance gehabt, irgendwas zu machen, dass ich ihn da auf jeden Fall nicht drücken kann. Also Aim Assist, wie auch Vision Assist, drücke ich nichts, aber auch nicht die Bunny Hops, die waren Billo. Und Griefing, er hat, wie gesagt, einmal die Bombe auf den Boost hochgeworfen. Wenn das Ding oben liegen geblieben wäre, hätten seine Mates die einfach holen können. Es ist zwar auf jeden Fall auch Behinderung, weil du halt erstmal da hoch musst, das ist scheiße. Und wäre dann schon ein Griefgrund, aber das Ding ist runtergerutscht und es hat auch niemand gesehen. Also ich bin mir sicher, niemand hat ihn wegen diesem einen Hochwurf, reported. Also von daher werde ich ihm hier in dem Fall nichts drücken. Sniper, ganz schick, wie gesagt, ist dann noch eine Weile sicher bei ihm. Aber falls er da doch irgendwie auffällig ist, ach, ich habe gar nicht nach den Stats geguckt. Vielleicht wurde auch, direkt der nächste Fall. Vielleicht wurde auch nur reported, weil er irgendwie schlecht war oder sowas. Das kann auch sein. Wir haben jetzt über diese x Runden nur 3 Kills, glaube ich, gesehen. In den restlichen Runden hat er fett eingefahren, aber seine Mates glaube ich auch. Also, ja, naja. Ich weiß nicht genau, warum der reported wurde. Vielleicht Voice Abuse, vielleicht Chat Abuse, kann auch sein, aber das kann man nach wie vor nicht sehen. Valve, da musst du was nachlegen. Naja, was soll's? Wir lösen noch geschwind das Giveaway von vorletztem oder vorvorletztem Video auf. Das aktuelle Giveaway hält diesen Patch für euch bereit. Man sollte dafür irgendwas mit Agent in die Kommentare schreiben und das checken wir jetzt mal. Videolink reingeballert, duplizierte User raus, 10. Hallo, Numpad? War aus, okay. Ich will immer noch nicht Premium, danke. 45 Kommentare haben wir am Start. Ich starte mal die Revel und der Gewinner, der hoffentlich auch Agent drin stehen hat, sonst zählt es nicht, ist, ich habe keinen Agenten, ich bin selber einer, Stretzer. Na, also, es läuft doch bei dir, es läuft doch. Somit hast du das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier unter dieses Video, das du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Dann schreibe ich, oh, Stretzer, sehr schön, sehr schön. Und daraufhin frage ich dich nach deinem Trade-Link. Und deinen Trade-Link schickst du mir bitte auch einfach als Kommentar unter dieses Video. Aber bitte beschneide deinen Trade-Link wie folgt. Ich mache es zum Zeigen hier oben rein. Und zwar anstelle dieses gesamten Links schickst du mir einfach alles ab Trade-Offer. Also du machst alles weg davor, ab dem T von Trade-Offer, also diesen hinteren Teil. Weil dann sollte YouTube eigentlich nicht ham gehen und mir deinen Kommentar eben wieder löschen, wenn du mir einfach das hier reinschickst. Und was wäre ich für ein Köttel, wenn es nicht ein weiteres Giveaway gäbe? Die großen Giveaways gibt es übrigens immer in meinen Livestreams. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Rankommen. Im aktuellen Giveaway gibt es eine Desert Eagle Knight und jetzt halt, ich weiß, sie sieht nicht gut aus, aber die ist 5 Euro wert. Also kann man einfach verkaufen und sich dann davon einen schönen Skin holen. Die ist übrigens auch von Gretel, also von einem meiner Mods. Wer also einen Mod-Skin haben möchte und ihn dann vielleicht auch behalten will, weil er sagt, geil, der ist ja von Gretel, kann das gerne auch machen. Um hier bei dem Giveaway mitzumachen, fügt man seinem normalen Kommentar, den man wahrscheinlich schon längst geschrieben hat, einfach noch Folgendes hinzu, und zwar schreibt ihr einfach eine kleine Sache über meine Livestreams. Und wenn ihr noch nie da wart, schreibt ihr, ich war noch nie da oder so. Und wenn ihr schon mal da wart, könnt ihr sagen, ich, keine Ahnung, irgendwas halt. Es soll also einfach irgendeinen Bezug auf die Livestreams haben. So Leute, gut, dann vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für die Kommentare, danke für die Likes und so weiter und so fort. Ich kommentiere alle eure Kommentare, bin zwar gerade eine Woche dahinter, ich weiß, ich habe noch ungefähr 70 Kommentare zu kommentieren, aber da gehe ich dann heute Abend dran. Haut da rein und bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.